vielen Partnerschaften tabu. Tritt bei euch Eifersucht auf? Ich danke, dass ich gleich zurückdanke. Ne? Von ganz Anfang schon. Aber seit 8 Jahren, ne, komplett diese einige Jahre, schon gar nichts mehr. Das wird immer mehr, weniger, immer mehr, weniger und so weiter. Das ist immer so ein Arbeitsprozess, ein Entwicklungsprozess. Dass nicht jeder Mensch aus Geburt oder aus so Erwachsenen dann sofort das kapieren kann. Dann gerade dadurch diese Partnertausch kann man das überwinden. Das gerade auch machen diese Sinn vom Partnertausch sehr wertvoll. Und dann von den Partnerbeziehungen, das gibt verschiedene Stufen. Ne? Von Anfang, ich nehme das so wie ein Bild. Ne? Ganz unten ist das ein Haus, ne? Das ist eine, basiert auf Beziehungen. Ne? Das zwei, ein Paar, ne? Jeder hat eigenen Selbst. Sofern durch diese Beziehungen, so ich bin deine Frau, du bist mein Mann, wir sind leider in diese Beziehungen verhaftet, wir sind ein Paar. Sofern das ist meine Pflicht oder das ist deine Pflicht, wir diese Beziehung zu halten. Das ist eine Art. Ne? Sofern die zwei Personen da drinnen eigentlich jeder versuchen, andere zu beeinflussen. Und dann, aber weil das basiert auf eigenen Selbst, dann trägt sehr viel Ego auf und auch sehr viel Missverständnis. So, jeder lebt in einer eigenen Welt, zwar in einem Dach. Ne? Das ist ganz unten, diese Niveau Beziehungen, basiert auf Beziehungen, die beide, jeder lebt in eigenen Welt. Ne? Aber konnte auch nicht dran, weil das wir sind, ne? Dass sie verhaftet auf diese Beziehung. Die zweite, bisschen Hochstufe, ist auch ein Haus, aber basiert auf Liebe, eigene Liebe. Ne? Jeder wollen für die andere etwas tun, weil ich liebe dich, weil du mir gehört. Du bist meine Frau, ne? Das ist dieser Besitzer. Ne? Ich gehöre dir, du wieder gehört mir. Deswegen wir sind zusammen, wir beide einander sehr lieb, aber soweit, das ist eine Berechnung. Ne? Ich gebe es dir wie viel. Natürlich erwartet du auch genauso viel mir wieder zurückgeben. Das ist eine Berechnung, ne? Basiert auf eigenen Selbst. Ne? Natürlich auf dieser Basis auch Liebe, aber etwas begrenzt. Diese begrenzt machen Angst, ne? Die ich ein bisschen Sorge, vielleicht mein Mann hintergeht, ne? Und, oder mein Mann mich betrug. Oder wenn ich etwas mir gebe, vielleicht bekomme ich nicht so viel zurück. Warum soll ich das machen? Sofern diese Liebe konnte nicht richtig vergrößern oder genießen oder entfalten. Das ist die zweite Stufe. Wenn etwas noch höher, das ist Spiritualbereich, ist viele Partner auch, basiert auf Liebe. Aber diese Liebe schon relativ groß als normale Gesellschaft. Da schon durch die Verstanden sieht auch, dass sie auch mehr Möglichkeit, mehr Freiheit. Sofern diese Liebe ist etwas mehr intelligenter oder so mehr klug dargestellt, ne? Aus, weil andere Ansicht, viel mehr größere Ansicht als normale Gesellschaftsliebe. Ne? Und dann ich, trotzdem, dass jeder trotzdem hat eigene Selbst drin, diese Gedanken. Ich, weil ich so klug oder intelligent, ich habe über Liebe mir kapiert, deswegen aus meiner Großzügigkeit, ich dulde dich noch mit anderen Frau zu machen oder ich dulde dich, du machst mit anderen Männern, weil ich wollte genauso frei leben. Ne? Das ist eine, zwar auch frei, ne, aus Liebe etwas frei, aber trotzdem, jeder trotzdem hat eigenen Selbst drin. Sofern, wenn das ist eine Person zu weit hinaus gestritten, nicht über eigenen Verstand oder so ein bisschen zu weit gegangen, dann sofort kommt Hass. Ich habe dich so viel erlaubt, ne? Aber du
du tust mir trotzdem weh und so weiter. Ne? Oder dass ich so, ja, ich habe meine Freiheit, ich müsste meine Freiheit leben, deine Leben, ja, ist dein Ding halt. Ne? In meiner Beziehung, ich mit meinem Mann, ist etwa noch höher. Natürlich, das dauert sehr viele Jahre, um diese Stufe zu kommen. Wir basieren auf Liebe. Das ist unser Haus. Aber diese Liebe ist selbstlos. Und dann wir beide leben keine eigenen Selbst mehr. Wir sind total verschmelzt auf eins. Wir sind beide verschmelzt und so weiter. Das konnte ich überhaupt nicht haben. Warum ich mache diese Sache, ist das für ihn gut oder für mich gut oder für uns beide gut. Ne? Und dann er ist einfach glücklich, weil ich glücklich. Ne? Und er auch glücklich, weil ich die anderen Menschen helfen durch sexuellen Weg und anderen Menschen geholfen. Das ist diese Liebe schon nicht mehr über uns beide Personen hinaus. Das schon nicht basiert auf, ja, basiert auf unserer eigenen Person, aber schon selbstlos. Schon keine eigenen Selbst mehr, wir beide. Ich mache mein Projekt, er halte mich. Er freut mich, wenn ich anderen Menschen helfe, weil seine Liebe ist nicht nur, er liebt mich, sondern er liebt alles Wesen, ne, alles Menschen. Und dann, er wollen auch durch uns diese Liebe als ein Vorbild, was wir machen, die anderen Leute viel mehr besser uns zu verstehen und diese Selbstlosliebe, diese Größe, dieses Haus versuchen zu vorstellen und versuchen zu nachmachen und so weiter. Sofern, das ist Liebe, ist viel mehr frei. Das gibt gar keine. Sofern, wenn jetzt zurück zu den Eifersüchtig, ist das dieses Thema eigentlich so unbedeutend überhaupt, ne? Und dann kann man jeder Partner daran überwinden und daran an selbst arbeiten, ne? Und dann schließlich selber kann man entscheiden, welche Stufe du wirklich gehst. Ne? Je mehr du nach oben gehst, sofern du bist viel mehr frei, du bist viel mehr freier und das Leben ist viel mehr leichter. Ne?